Mein Lieblingswort ist Kunst. Immer Kunst. Kunst ist das Geilste. Kunst ist die Nummer eins. Kunst ist Chef. Kunst ist die Herrschaftsform der Zukunft. Kunst ist Zukunft. Kunst muss an die Macht. Diktatur der Kunst. Kunst ist vorbedingungslos. Man dient ihr einfach, indem man atmet, verdaut, isst, trinkt, schläft. Kunst ist die totale Lebensnotwendigkeit. Man macht nur noch das, was notwendig ist. Man schwitzt, man entwickelt Speichel, metabolische Prozesse. Das ist alles Kunst. Kunst kann man nicht lernen, nicht lehren. Sie kommt einfach, indem ich ihr demutsvoll diene. Kunst ist stärker als Politik und Religion. Vor Kunst muss ich nicht niederknien, ich muss nicht beten. Es gibt gar keinen Gott in der Kunst. Kunst ist alles. Kunst hat alle Gottheiten erschaffen. Kunst hat alle Menschen erschaffen. Die Natur ist schon komplett demütig der Kunst gegenüber. Die Tiere auch. Nur der Mensch ist noch zu selbstverliebt, zu ich-fanatisch. Der Mensch muss von sich absehen und dann wird es zur Machtergreifung der Kunst kommen, dann kommt es zur Machtschenkung Kunst. In Berlin, im Reichstag, wird die Kunst ultimativ ausbrechen, wenn alle Politiker abdanken und der Kunst die Macht schenken. Ich habe einen absoluten Lieblingssatz aus der Dionysos-Aufführung, Komposition von Wolfgang Riem aus dem Libretto, und zwar: Das Leben ist ein Kauen. Also Kauen ist Leben. Die Bewegung des Mundes ist das Leben, und das finde ich wunderbar. Mund, Scarlett Johansson, Nietzsche, Präzision, Liebe, Üppigkeit. Dieser Satz ist so üppig. Dieses Malen, dieses Bewegen der Zähne, die Zunge, ist so sinnlich. Und die Sänger auf der Bühne, all die Musik kommt aus dem Maul, beziehungsweise aus den Poren, aus den Knochen, aus der Haut. Aber die Öffnung des Mundes ist ultimativ. Das Leben ist ein Kauen. Wenn dieser Satz kommt, da strecke ich alle Waffen, da bin ich entwaffnet. Da kann ich gar nicht mehr. Das ist so geil. Und das kommt wirklich vor. Da bin ich immer wieder im Alarmzustand. Da bin ich vollkommen fertig. Das ist die Zukunft.